Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. In der letzten Folge haben wir versucht, den Fahrradengel zu bauen und wir werden es in dieser Folge wieder versuchen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den am besten designen, aber wir werden dafür in dieser Folge schon noch einen Weg finden. So schwer kann das ja rein theoretisch gar nicht sein, ne? Ich muss nur teilweise das Script-System wahrscheinlich ausschalten, damit ich halt wirklich perfekt allein und mache. So, da zum Beispiel ist es auch wieder so. So gut wie möglich mittig alleine. Dann kommt der Teddy hier rein. Und dann würde ich links und rechts zwei Triebwerke anbringen. Mit zwei Treibstofftanks. Aber der ist zu groß wahrscheinlich. Einmal drehen. Dann nehmen wir unsere Verbinder. So. Und jetzt testen wir einfach mal, ob das fliegen würde. Es hat jetzt keine Stabilisation, nicht, aber es schaut relativ gerade vom Flugwinkel aus. Deswegen, 3, 2, 1. Es fliegt auch ziemlich gerade, es fliegt ziemlich gerade, es fliegt ziemlich gerade. Hat bloß keinen Triebwerk. Wie soll ich denn 250 Meter erreichen? Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich denn an die 200 Meter, 250 Meter ran? Okay, andere Idee. Wir werzen. Wir schmeißen dich raus. Wir schmeißen dich raus. Wir nehmen zweimal. Also wir nehmen einen. Wir nehmen den großen Tank hier. Drehen dich. Genau, gerade so. Und tun jetzt eine Verbindung ziehen. So. Und dann Konstruktion zurück. PVC. So. Damit sollten wir relativ gut fliegen. Und rechts und links kommen auch nochmal zwei Booster rein. Die beim Abheben hoffentlich helfen. Also, setzt das Ding zusammen auf die Startrampe, Datenhöhe 3, 2, 1. Fliegt schon wieder alles andere nach oben. Ah, das ist doch. Also ist jetzt so geflogen, bedeutet, das Triebwerk müsste. Kann ich das wieder mit dem Snipping Grip gerade kriegen? Ne, muss ich ja schlecht das verwenden, ne? Perfekt. Und dann ohne Snipping Grip kann ich hoffentlich. Herausfinden, wo ungefähr der Punkt ist, wo es passt. Probieren wir es nochmal. Das ganze Ding zusammensetzen und nochmal starten. Es fliegt schon wieder zur Seite. Und noch schlimmer wie als davor. Nee, nee, darf nicht. Nee. Und leicht, slightly angle drin. Bauen. Nochmal starten. Jetzt fliegt es wo ganz anders hin. Adieu. Okay, neuer Ansatz. Scheiß auf die Teile. Und wir nehmen von Retro diesen
großen Bodensatz, den wir haben. Und setze in der Mitte dich rein. Und verbinden das dann. Wie viel Schub es braucht, okay. Aber gehen wir zur Konstruktion zurück. Dann brauchen wir ein Verbindungselement für das Teil. Zack, sollte doch hoffentlich funktionieren. Schau mal. Mitteltriebwerk, zwei Tanks. Hey, let's go. Und es hat sehr viel Treibstoff. 100. 250. Zoomen, es fliegt noch. 500, 700, 800, 900 Kilometer. 1,4, 1,5, 1,7, 1,8. Man sieht nichts mehr von hier unten. 1,29, es fliegt wieder Richtung Boden zurück. 1,93 maximale Höhe. Jetzt geht's schnell nach unten. Wir holen uns mal die Höheninformation. Und das war's. Aber wir haben es erreicht. Nice. Rekordentfernung 6,28 Kilometer. Und eine unsere Rekordhöhe war sogar 2 Kilometer. Okay. Respekt. Epischen Tech errungen. Rakete ist aufgrund von Struktur auseinandergebrochen. Ja, okay. Das ist ein fetter Knall gewesen. Video hochladen. Schwingend, Vintage, Familie, Engel und Herausforderung, würde ich sagen. Das ist ein cooles Bild. So, hochgeladen. Kombination seltsam. 50.000 Aufrufe, 500 Abonnenten, nice. Und das Geld steigt schön nach oben. Jetzt haben wir den auch endlich geschafft. Und jetzt werden wir aber direkt danach noch das Raumschiff aus Holz bauen. Bau mindestens zwei Bretter ein, bau einen Teddybär ein, erreiche 1100 Meter, bau eine Palette ein. Okay, kein Problem. Wir nehmen die Palette. Drunter setzen wir das Retro-Teil hier. Die zwei Holzplatten machen wir einfach links, rechts dran. Der Teddy kommt hier oben drauf. Und wie viel haben wir jetzt an Spielraum, wenn ich jetzt Treibstofftanks einbaue? Kann ich da rein theoretisch für jeden noch so einen kleinen einbauen? Umdrehen. Und dann Triebwerke. Oh, okay. Ja, dann machen wir es wieder auf dieselbe Weise einfach. Wir brauchen ein Verbindungselement. Okay. Ich muss nochmal gescheit machen. So. Let's go. Stabiler kann es ja nicht werden. Starten. 3, 2, 1. Da ist ja nur Holz drin. So viel dürfte da gar nicht schief gehen. 100 Meter. 200 Meter. 300 Meter. 500, 700, 800. Kilometer, Kilometer 2, Kilometer 3, Kilometer 4. Kilometer 5, es schafft nicht so viel wie das andere Teil. Kilometer 7, Kilometer 7,1 haben wir gerade so erreicht. Ja, aber, oh, der Blick auf die Sonne ist cool. Da oben sind die Sterne, hui, und jetzt geht's wieder zu Boden. Das kommt doch eh wieder genau auf unsere Nase runter, oder? Was ist? Ups.
So, okay. Ungewöhnlichen Tag haben wir diesmal erhalten. Auch nicht schlecht. Absolut symmetrisch. Palette. Meile. Brett. Holz. Das sollte passen. Hochladen. Kombination Anfänger. Okay. Ihre Hilfe war hier aber nicht wirklich gut. Noobs Life. Jetzt haben wir 2 Nachrichten erhalten. So, hallo Raximus. Jetzt will ihr uns wahrscheinlich wieder Holz verkaufen, oder? Wir sind einfach etwas verfrüht. Hm, vielleicht. Schieß los. Was will sie von uns? Ich bin gerade im Begriff, ein neues Unternehmen namens Wood-Based ins Leben zu rufen. Ich möchte hochwertige Holzbauteile mit einem Schwerpunkt auf Umweltbewusstsein herstellen. Bauszene ist aufgrund auf dem Forschung und ich erkenne, dass es da eine... Ich will dich im Wort haben. Mich? Mhm. Ja, ich... Also könnte es sein, dass wir Holzraketen bauen. Also lass mal... Also... Was erwartest du genau von mir? Ich kümmere mich um die Produktion und den Vertrieb und du brauchst dich nur um für das Marketing. Du solltest deinen Kanal nutzen, um einige Videos mit Raketenteilen aus Holz zu posten, über die einige unserer Umweltschutzanliegen sprechen. Was habe ich davon? Nachdem wir alle Dokumente unterzeichnet haben, bekommst du einen Anteil von 15%. Ja? 15%? Ich meine, bist dabei. Warum nicht? Wunderbar. Fällt mir Folgendes ein. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Raximus jetzt ein Teil der Wut ist. Sollte dein Anrecht auf unsere Einnahme gehen. So eine komische An... Ja, das ist schon komisch. Nein. Schick mir einen Brief. Ich will sofort loslegen, ja. Klar. Come on. Why not? Und das war's. Es ist offiziell. Du gehörst jetzt zu... Finja Woodbest ist ein blöder Name. Prima. Wir nennen es einfach mal Prima. Yay, Freund. Tun wir uns nicht so wirklich, aber... Ich denke, Holzteile. Oh, eine Spitze. Eine Hülle. Flossen. Jo, das könnte gut sein. Sicher. Umweltfreundlich ist. Wo ist Holz? Das will ich mir doch jetzt anschauen. Holy shit, okay. Okay, Antrieb. Triebwerke. Wir bauen natürlich eine unserer Top-Triebwerke hier drin. Und Treibstoff müssen wir hier auch drin unterkriegen. Kriege ich da mehrere Treibstofftanks unter? Irgendwie. Jetzt ziehen wir das Triebwerk weiter runter. Das Problem ist ja, ich muss hier unten auch noch einen Verbinder einbauen. Okay, let's try verbinden. Okay, das könnte interessant werden. Bauen. Eine Holzrakete. Es braucht noch eine Hülle. Also unsere erste große Rakete. 3, 2. Ah, naja, wir machen jetzt schon Höhe und Atmosphärendruck. Let's go. Holy! Wo ist denn die hin? 1,2, 1,4, 15. Alter, wo gehen wir hin? Holy shit. 3 Kilometer. 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3.
4 Kilometer. 4, 3. 4, 5. 6, 7. 8. 9. Punkt genau 5,01 Kilometer. Holy shit. Okay, das Ding ging ab wie eine Rakete. Und zwar wortwörtlich. Und es waren noch nicht mal die ganz großen Tanks. Das wäre noch geil, wenn wir jetzt wirklich die großen Tanks verbauen würden. Das wäre mega. Alter, das Ding, das könnte auch eine Bombe sein, so wie es runtergeht. Holy shit. Wo ist es? Ist es schon kaputt? Ist schon kaputt. Okay. Aber holy shit, Rekordhöhe. Ich würde auf jeden Fall sagen, hochladen. Leech, Pursuit, altmodisch, Tupperwee, Baum. Das Ding ist abgegangen wie sonst was. Hochladen, will hoch hinaus. Okay. 15.000 Aufrufe nur. Okay. Ich brauche bessere Antriebe. Bessere, größere Antriebe. Space Miller ist Idiot. Das war schon. Schauen wir noch, was er uns schnell geschrieben hat. Gut gemacht. Jetzt kennen wir die Bezahlung. Nee, am Anfang muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal ist das Teil. Oh, jetzt muss ich ihr das selber abkaufen. Alter, nee, das ist schon. Für was bin ich denn dabei? Ich habe einen Ansprechpartner, die dieses Service an bereitstellen kann. Sie wird sich mit dir in Verbindung setzen. Okay. Upgrade-Service hört sich interessant an. Hol dir Teile. Holzüberzug. Ja, das wollte ich. Was hatten die mit meinem. Zeugs eben. So, also kriege ich jetzt von ihr einen Überzug für die Rakete oder was? Oh Gott, was kommt jetzt da? Nylonbögen. Jetzt komm. Zeig mir die Uhr. Teile. Ja, Luftwiderstand. Genau deswegen brauchen wir halt den Überzug, damit es noch. Überzieh sie bitte. Was, wie viel? Pass auf, die wird sich gehen. War irgendwie klar, dass das kommt, dass wir jetzt hier zahlen müssen, oder? Ach komm. Schon dabei, okay. Die kommt, meldet sich erst, wenn sie fertig ist. Ah, okay, schau an. Ständer. Adapter für Verteiler. Hülle XL. Adapter. Wie viel habe ich aktuell noch? Was sagt mein Konto? Ja, ich mag das Teil kaufen, genauso wie das Teil hier. Die Flosse XL würde mir noch taugen. Ah, die kann ich mir gerade nicht kaufen. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir noch eine größere Holzrakete und versuchen, unsere Rekorde zu knacken. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.